Digital Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses grandiosen Podcastes. Auch diese Episode wird euch, wie die letzten, präsentiert von Smile Software. Vielen Dank an der Stelle. Und jetzt geht es ohne weitere Verzögerung los mit der heutigen Sendung. Dem heutigen Sendungsthema, das ist immer noch Fotografie. Es geht immer noch um Fotografie. Ja, wir schauen uns heute im Gegensatz zu letzter Woche oder in der letzten Sendung Aperture, schauen wir uns heute das Pendant von Adobe an, und zwar Lightroom. Kein Tipp drin, oder? Zu nah dran. Egal. Ja, wir schauen uns, wo ist der Tipp dann? Doch, der ist da drin. Okay. Ja, genau. Was kann Lightroom besser als Aperture? Das zeigen wir auch im Laufe der Sendung. Es gibt wieder ein, zwei Plugins, die wir euch zeigen, wie Lightroom funktioniert und ja, was man alles Schönes mit Lightroom machen kann. Also das Erste, was Lightroom besser kann als Aperture, ist unter Windows laufen. Das kann Aperture nämlich gar nicht. Lightroom kann das ganz toll. Wir zeigen euch das zwar jetzt heute auf dem Mac, aber alles, was wir euch jetzt hier in Lightroom 3 zeigen, funktioniert natürlich auch unter Windows. Und es geht wiederum darum, dass Lightroom ein RAW-Entwickler ist, genauso wie Aperture. Und wer jetzt sagt, hä, was ist denn RAW? Letzte Sendung angucken. Wir haben das in verwirrenden Details erklärt. Auch wenn ihr nichts mit Aperture am Hut haben wollt, schaut euch doch wenigstens die Sendung auf jeden Fall so lange an, bis wir die Erklärung in RAW und warum RAW einen Vorteil bietet, durchhaben. Da zeigen wir auch kurz in Aperture, wie das funktioniert. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also wenn eure Kamera RAW kann, dann stellt sie auf RAW ein. Sonst ist der Onkel ganz böse. Der Onkel bin in dem Fall ich. Sehr gut, Onkel. Onkel mit dem Oberlippenbart. Ich habe da mal so eine Speicherkarte vorbereitet. Ja, ich mache mal Lightroom vorher auf, damit es nicht so erschreckend wird, wenn ich es reinstecke. Ja. Das ist ein hübsches Foto. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Können ja nicht mal eins von mir. Er hat noch nicht mal einen Oberlippenbart. Ja, ich stecke die Karte rein. Was passiert, wenn ich die Karte reinstecke? Also ich habe gehört, es gibt MacBooks, die können nativ Karten auslesen und es gibt welche, die können das nicht. Wir haben eins, das es kann. Das ist so, wenn eigentlich ich nicht kann. Achso, das ist, stimmt, da ist ein Adapter drin. Ja, was hier passiert, das ist ganz schön, wenn ich, sobald ich meine SD-Karte reinstecke oder meine Kamera via USB anschließe, passiert genau das Gleiche. Ich bekomme hier einen Dialog, wo meine ganzen Fotos, alle Fotos, die ich geschossen habe, auf der Karte angezeigt werden. Wie wir sehen, sind ganz, ganz viele. Und ich kann natürlich jetzt hier erstmal alle Auswahl aufheben. Und was ich sehr lustig finde, ist, wenn ich hier drüber gehe, eins aktiviere, dass es im Gegensatz zu allen anderen belichtet ist. Das finde ich schon mal schön, weil wenn ich hier schnell durchscroll, sehe ich zum Beispiel, ja, das Foto habe ich schon und das andere habe ich noch nicht. Das ist schon mal eine der schönen Sachen, die ich sagen wollte. Jetzt möchte ich mal hier die Fotos, füge ich hier wieder hinzu. Nehmen wir die dann. Das geht auch anders. Du kannst auch mehrere Fotos hier selektieren und dann bei einem das Häkchen setzen. Ah ja, richtig. Und dann setzt er die bei allen selektierten. So, mache ich das hier mal. Nehmen wir mal die Fotos und dann gehen wir mal wieder hoch. Nehmen wir hier wieder schöne Fotos. Das ist so ein bisschen, dann schaue ich so erschrocken aus. Ich muss ja sagen, diese Vignette sah auf dem einen Bild echt gut aus. Die Vignette? Ja. Hier, gell, auf der einen von diesen Fotos, ja? Ja, das ist echt hervorragend. Das versuchen wir gleich nachher mal versuchen. Voll super. So, das nehmen wir noch mit. Jetzt haben wir noch mit ein schönes Foto. Ich brauche zu viel Zeit. Ja, nehmen wir das auch. So, was ich jetzt mache, im Endeffekt, was hier passiert, ich kann einfach, hier drücke ich jetzt auf... Bevor du auf Importieren drückst, eine Sache noch bitte. Wir haben hier die auf der linken... Jetzt bringe ich natürlich nichts mit dem Finger drauf zeigen, weil das seht ihr nicht. So, wir haben hier auf der linken Seite können wir auswählen, wo er die Dinger hinschmeißen soll. Wählt euch als allererstes, wenn ihr das allererste Mal Lightroom benutzt, einen Ordner aus, wo er das hinspeichern soll. Zum Beispiel ein Ordner, der Lightroom heißt, in eurem Bilderordner oder was auch immer. Er wird dann Unterordner erstellen, wenn ihr das so lasst mit Jahr, Monat und so weiter und so fort und Tag. Schaut nur, ich habe das aus irgendwelchen verplanten Gründen das letzte Mal direkt auf den Hauptordner meiner Platte gemacht und hat dann in meinem Hauptordner lauter Ordner mit Jahreszahlen. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Wählt also das erste Mal in weiser Voraussicht hier einen Ordner aus, ich nehme jetzt einfach den Bilderordner, nachdem es hier nicht mein echter Benutzer ist, das ist das auch in Ordnung. Und dann könnt ihr importieren. Ja, im Zweifelsfall ist es so, die Voreinstellung ist nämlich so, dass die Bilder dort bleiben, wo sie eigentlich liegen, so wie wir das von Windows-Usern kennen. Ich glaube, das ist nicht so. Doch, ist es. Ich habe nämlich mich deswegen beim ersten Mal, wo ich es gestartet habe, total geärgert, dass die Bilder da nicht sind, als ich sie danach gelöscht habe.
Gut, wahrscheinlich habe ich meinen Mac auf Windows infiziert. Irgendwie, weil ich zu nah an einem Dell-PC vorbeigegangen bin. Das könnte Hat er sich eine Krankheit geholt? Ja. Kann natürlich sein, muss aber nicht. So, den ersten Trick zeigen wir euch gleich mal. Das ist die Taste F wie Friedrich oder Fullscreen. Das habe ich jetzt gedrückt. Damit wird der ganze andere Kram ausgeblendet. Und jetzt haben wir viel mehr Platz und haben trotzdem das komplette Benutzerinterface zu sehen. Und eine Sache, die hier wesentlich anders ist als bei beispielsweise bei Aperture, ist, wir haben hier oben so Module, also das Bibliotheksmodul, das Entwickeln-Modul, Diashow-Modul, Drucken und Web. Das heißt, in den verschiedenen Modulen passieren auch andere Dinge. So, wir haben jetzt zum Beispiel was importiert und jetzt liegt das in einem Ordner drin. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz logisch und toll. Für mich ist das alles andere als logisch und toll. Ich hätte das gerne irgendwie in, naja, Alben oder irgendwas unterteilt. Und da gibt es bei Lightroom die sogenannten Sammlungen. Ich lege jetzt hier mal eine neue Sammlung an, Sammlung erstellen. Nenne die Sammlung jetzt mal, was weiß ich, Trachten, auch wenn das jetzt nicht komplett stimmt. Und die ist natürlich jetzt erstmal leer, weil noch ist da nichts drin. Ich gehe jetzt auf den vorherigen Import. Ich nehme mal die Maus, weil ich bin einfach nicht so der Touchpad-Mann. Ich importiere da jetzt einfach mal alles und füge das da hinzu. Da werden die Daten nicht rumkopiert oder ich kann auch Fotos in mehreren Sammlungen haben. Das sind einfach virtuelle Kopien, die da gemacht werden. Jetzt kann ich die zum Beispiel bewerten. Ich kann den Sternchen geben. Hier vier Sternchen. Ich habe sie natürlich alle markiert gehabt. Das war besonders klug. Zwei Sternchen. Das sage ich zum Beispiel, das wird gleich rejected. Mal X gedrückt. Das finde ich ganz toll hier. Da mache ich P. Das picke ich. Kann ich zum Beispiel machen. Da kann ich das vorher mal vorher sortieren und ja, schauen, welche ich überhaupt bearbeite und welche nicht. Und wenn ich jetzt feststelle, okay, das Foto ist gut, das hat Potenzial, das ist zum Beispiel vier Sterne, fünf reicht noch nicht ganz, dann gehe ich mal weiter und entwickle dieses Bild. Ich gehe also in den Entwickeln-Modus. Und hier ändert sich jetzt das ganze User-Interface ein bisschen. Wir sehen jetzt, hier sehe ich so ein bisschen eine Vorschau. Ich sehe trotzdem noch, wo das Ding liegt. Und hier drüben sehe ich meine ganzen Entwicklungsfunktionen, wie wir sie zum Beispiel in Lightroom auch schon gesehen haben, da war, in Aperture auch schon, da waren sie halt woanders. Ich kann jetzt hier also ein bisschen sagen, ich möchte ein bisschen die Belichtung ändern, ich möchte die Wiederherstellung ändern, Aufhelllicht ändern. Ich kann halt hier solche Sachen wie zum Beispiel Lokalkontraste anheben, Sättigung anheben. Also ich kann halt hier jetzt tatsächlich das Bild ja, entwickeln. Und das geht halt nur im Entwickeln-Modus. Jetzt fällt mir natürlich gerade ein, dass wir was vergessen haben. Was haben wir denn vergessen? Diese iPad-Fernbedienung. Ja, ist nicht so schlimm. Die können wir eh nicht zeigen. Dafür können Sie hier so zeigen. Das ist nicht so schlimm. Die zeigen wir im Die nächsten Video. zeigen wir euch mal in einem, weil das ist schon ein bisschen advanced. Cram. Gut. Also wir können hier genauso, wie das in Aperture auch funktioniert, können wir hier Bearbeitung machen. Wir können das Bild zuschneiden. Wir können das, was zum Beispiel, was ich persönlich ganz toll finde, was besser funktioniert als in Aperture. Ich möchte das jetzt hier ausrichten. Zum Beispiel sehe ich, okay, das hier ist nicht waagerecht. Dann nehme ich einfach diese Wasserwaage und richte das an so einer Kante aus. Und jetzt richtet er dieses Bild anhand von dieser Linie aus. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, das stimmt nicht ganz. Ich nehme mal, jetzt sind auch einfach die Steine total schief. Ich Ich nehme glaube, das das mal. ist die Wahrscheinlichkeit. So, jetzt sieht es besser aus. Das Ding an. Ja, also es sieht jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser aus als vorher. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr zuschneiden, sage ich fertig. Jetzt gefällt mir das zum Beispiel optisch besser. Kann rote Augen entfernen und ich kann hier auch zu einem gewissen Grad mit Pinseln arbeiten, dazu nachher nochmal mehr. So, angenommen, ich habe jetzt das Bild entwickelt. Es gibt hier zum Beispiel keine, zumindest wüsste ich das nicht, so wahnsinnig abgefahrene so Presets, mitkommende Presets, ja, es gibt tatsächlich so. Doch, gibt Oh, ganz viele, hätte ich auch sagen die können. wusste ich noch gar nicht. Oh, wuhu! Ja, damit hat sich soeben mein Satz erledigt. Die habe ich noch nie gefunden. Ich habe sie noch nie gebraucht, aber. Gut, ich spiele jetzt damit mal Da haben nicht. wir auch ganz viele tolle andere Apps, die wir irgendwann mal zeigen. Warten wir nämlich auch schon lange drauf. Das stimmt wohl. Aber die Entwickler kommen einfach nicht nach. Das Was ist. ist da mit dem Analog-App? Da kam heute der letzte Teaser raus. Oh, ja, dann. Also im Mai soll das wohl kommen. Was noch ganz toll ist,
Das ist ganz am Rande, das, was Lightroom ganz toll kann. Objektive verzeichnen meistens ein bisschen. Also je nachdem, ob ihr voll reingezoomt habt oder eben nicht, verzerrt sich das Bild oft mal ein bisschen. Und Lightroom hat eine Datenbank mit ganz vielen Charakteristika von diesen verschiedenen Objektiven. Das heißt, ihr könnt eine Objektivkorrektur machen. In meisten Fällen, wenn ihr nicht irgendwie so ein ganz abgefahrenes, unbekanntes Objektiv habt, sobald ihr hier bei Objektivkorrekturen reingeht und die Objektivkorrektur einschaltet, weiß der ja von den IPTC-Daten, oder EXIF-Daten, EXIF-Daten, danke, weiß er ja, welches Objektiv er benutzt hat. Das steht da drin. Er hat es also auch gleich erkannt, welches Objektiv das ist, 55 bis 200, und korrigiert mir, wie ihr sehen könnt, automatisch die Verzerrung, die dieses Objektiv bei dieser Zoomstufe, die ich hatte, macht. Das ist Das sehr cool. ist sehr cool, weil manchmal ist es wirklich extrem, wenn die Objektive ein bisschen billiger sind, dann sieht man das relativ stark. Und ich kann hier natürlich jetzt noch mal ein bisschen nachzaubern. Also manche Objektive vignettieren sehr stark, also das heißt, sie machen so ein bisschen so einen schwarzen Schleier aus, schwarzes, ja, so einen schwarzen, ja, Schatten? Ja. Schatten um die Ecken rum. Also sowas hier, was ihr jetzt hier vielleicht seht. Sowas machen die recht stark. Das kann man damit rausrechnen. Man kann es aber allerdings auch wieder mit reinrechnen, wenn man das möchte. Man kann sich halt hier die Verzerrung rausrechnen lassen. Aber wie gesagt, wenn ihr das Preset auswählt, dann macht er das gleich richtig. Und das ist ganz toll, besonders wenn ihr halt billigere Objektive habt, die halt im Zweifel ein bisschen mehr verzeichnen, als das ein sehr, sehr hochwertiges Objektiv tut. Dann ist das relativ praktisch. So. Ja, dann übernehme ich mal wieder. Bitte. Genau, wir haben jetzt hier, ich habe hier noch ein bisschen an dem Ding gedreht, klicken wir hier wieder rein, dass wir wieder ein normales Bild haben. So, wir sind jetzt mit dem Entwickeln fertig. Im Endeffekt wäre jetzt das Bild so, wie wir das haben wollen. Und der nächste Schritt ist natürlich im Endeffekt, wenn wir Bilder nicht für ewig auf unseren Rechnern einsperren wollen, sondern sie mit allen anderen Menschen oder und vor allem unseren Freunden teilen möchten, dann müssen wir sie exportieren. Genauso funktioniert das auch hier. Ich glaube, geht es auch, wenn ich auf Drucken gehe, geht es auch, oder? Ich glaube nicht. Da kannst du es drucken. Ah, das ist ja Du auch, kannst es auch mit naja, anderen Leuten teilen, aber halt ja, nur, wenn du in so Blätter das ist gehst. so hat man das im 16. Jahrhundert gemacht. Da hat man so 10 Mönche in den Keller gesetzt und die haben dann das farbig abgemalt. Ja. Und nachdem wir jetzt im 21. Jahrhundert angekommen sind, klicken wir wieder auf Bibliothek. Es gibt den Web-Export-Dialog, aber da musste man halt sich das auf einen eigenen Server hochladen und das ist schon alles ganz schön. Wir wollen Aber das natürlich einfach haben. und wir haben ja so coole Web 2.0-Dienste oder Web 1.0-Dienste, je nachdem. So, was wir jetzt hier machen können, also wir scrollen hier in der Navigationsleiste hier mal wieder runter, haben jetzt hier verschiedene Plugins, würde ich jetzt mal sagen, die wir hier, ein paar sind voreingestellt, eine zeige ich euch später, das ist ein neues Plugin. Was ihr aber allerdings nur machen müsst, ist im Endeffekt, ich drücke das Bild an, klicke auf Exportieren, bekomme jetzt hier den Dialog. Nein, Nein, das war du es nicht. ziehst es auf den Ich ziehe es auf den Export. Genau. Veröffentlichungs. Genau. Ich ziehe es hier auf den, ja, wenn ich sage, ich möchte es auf Facebook posten, bei meinen Wallposts oder bei Flickr, es ist so einfach wie es ist, ich werfe es rein, klicke jetzt das an, sehe, dass es im Endeffekt was macht. Also es ist jetzt schon mal da. Du kannst jetzt hingehen und da viele Fotos reinwerfen. Genau, und Und dann irgendwann bist du fertig und drückst du unten auf Veröffentlichen. Kann ich hier oben auch drauf drücken, oder? Oder da oben. Ja, genau. So, das wäre es auch schon gewesen. Ich habe natürlich jetzt hier ein bisschen das Problem, dass mein Preset schon voreingestellt war. Wenn ich jetzt hier diese Veröffentlichungsdienste ändern will, drücke ich hier vorher aufs Plus und kann jetzt hier einen neuen Veröffentlichungsdienst erstellen. Also das ist die eine Methode. Die zweite Methode, wie war das noch? Ah ja, ich klicke hier, ne, die sind alle schon eingerichtet. Genau. Also du kannst jetzt einen bearbeiten oder einen hinzufügen. Genau, ich kann jetzt hier bei Einstellung bearbeiten, dann komme ich in diesen Dialog. Wie ihr seht, ist es als mein, als ich, im Endeffekt als ich eingeloggt. Ich kann jetzt hier noch eine Beschreibung für diesen Veröffentlichungsdienst machen. In meinem Zweifelsfall könnte ich jetzt hier, wenn ich auf Hinzufügen klicke, noch einen weiteren Facebook-Dienst hinzufügen. Was weiß ich, ist ein anderer Account beispielsweise, wo ich andere Bilder hochladen will. Ja, habe dann natürlich genau die gleichen Möglichkeiten, habe ich bei Flickr auch, wie wir das auch das letzte Mal gesehen haben. Das ist nicht, da ist kein großes Hexenwerk dabei. Nur um nochmal ein Beispiel zu haben, wir nehmen jetzt mal hier das Bild raus und werfen das. Wahrscheinlich geht es tatsächlich so auch. Ne, ich muss sie vorher löschen. Ja, das geht. Okay. Ja, er fügt halt zusätzlich Genau. hinzu. Ich möchte hier, dass wir das einmal im Flickr-Stream haben. Jetzt haben wir das hier reingelegt. Was ich jetzt noch machen muss, ich klicke hier auf Veröffentlichen. Und wie ihr seht, habe ich hier oben eine Leiste. Das ist natürlich vorher hinzu. Also ich musste mich vorher autorisieren, den Dienst, so wie wir das auch in der letzten Sendung schon gesehen haben. Und danach ist die ganze
Jetzt bin ich fertig. Gibt es die Möglichkeit, dass ich es gleich hier Ich anschaue? glaube, du kannst in Flickr, ja, da unten ist es, in Genau, ja. Flickr anzeigen, anklicken. Richtig, das ist ja wunderbar. Dann öffnet er mir die Seite gleich, wo ich es hineingeladen habe. Zufälligerweise wieder dieses Bild. Ich hätte direkt einen Vergleich. Ich hätte mir, schauen wir das mal an. Oh, das war natürlich auch schön. Ja. Gut, ja. So einfach exportiere ich meine Bilder und so einfach kriege ich die Bilder auch zu anderen Personen. Was jetzt noch geht, ist, wenn ich den Dienst nicht so standardmäßig haben möchte, den Export, dann kann ich den natürlich, was ich möchte auf meine Festplatte haben, kann ich noch ganz viele kleine Features hinzufügen. Genau, also es gibt da Export-Plugins, aber bevor wir zu den Export-Plugins kommen, kommt hier wieder eine kleine Nachricht von unserem Sponsor Smile Software. Wir haben euch ja letztes Mal schon PDF-Pen gezeigt und heute zeigen wir wieder PDF-Pen, aber diesmal mit dem Pro. Tino hat euch ja letztes Mal schon so ein bisschen einen Teaser gegeben und hier sowas eingefügt. Das nehmen wir jetzt nochmal raus. Wir haben jetzt also hier ein Formular, das wir in diesem Fall jemandem geben wollen. Und wir wollen natürlich wollen wir, dass sich der andere auch PDF-Pen kauft. Klar. Aber natürlich sind wir eigentlich viel lieber und wollen, dass der das einfach in seinem Programm ausfüllen kann. Wir gehen also jetzt hier hin. Wir haben also dieses Formular. Und was machen wir? Wir setzen hinter dieses Formular, hinter jeden dieser Titel, setzen wir ein Textfeld. So machen wir das noch ein bisschen schön, dass es davor sitzt. Naja, so schön, wie das halt jetzt machbar ist. Das kann man sich dann auch noch mit dem Inspektor so ein bisschen rumschieben. Ich könnte jetzt sagen, wir wollen, dass die alle an der gleichen Stelle sind. Sehr schön. Ja, natürlich ist es sehr schön. Und dann wollen wir auch noch so, wenn wir die so ein bisschen. Ich mache sie wieder so. Gut, jetzt haben wir die. Ich habe sie natürlich komplett verschoben. So, jetzt sitzen die da. Ich könnte da so einen anderen Text reinschreiben. Und das kann ich jetzt so, wie es ist, abspeichern. Das speichere ich jetzt mal ab. Und jetzt habe ich das in meinen Dokumenten drin. Und da habe ich das Formular und das geht jetzt in Vorschau auf. Und in Vorschau klicke ich da jetzt rein, gebe dann also ein, mein Name ist Bastian Wölfle. Ich zoome da mal ein bisschen rein, dass ihr das besser sehen könnt. Na, ist jetzt alles ein bisschen schlecht sichtbar. Also, mein Name, dann, ich hätte natürlich, wie gesagt, da was anderes als Text reinschreiben können. Meine Adresse, wie war denn meine Adresse? Oh Die ja, Upgrade-Straße war das doch, oder? Upgrade-Straße 17. 17 und 1337 Upgrade. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir eine vierstellige Postleitzahl haben, das liegt daran, dass wir in Wirklichkeit in der Schweiz wohnen, weil wir da unsere Nummernkonten haben, wir sind ja reich und berühmt. Deswegen mussten wir in die Schweiz umziehen. Jetzt seht ihr, ich habe es tatsächlich ein bisschen zu weit runtergeschoben, das könnte ich jetzt auch ändern, aber der finale Benutzer dieses Dokuments hat es jetzt eingetragen und kann jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte es drucken. Nein, er möchte es eigentlich nicht drucken, weil wer möchte schon heutzutage noch was drucken? Aber er kann jetzt einfach zum Beispiel das PDF per E-Mail senden. Er kann das PDF sichern. Irgendwo, also ich sage jetzt mal als PDF sichern. Und zwar möchte ich, dass es auf meinen Schreibtisch sichern. Okay. Und schon habe ich ein neues PDF, wo meine Daten drin stehen. Sehr schön. Und das kann ich jetzt meiner Bank oder meinem Reiseveranstalter oder wer es auch immer das PDF haben wollte oder halt mir, weil ich ja dieses Formular gebraucht habe, zurückschicken. Und ich muss mir nicht für wahnsinnig viel Geld ein Adobe Acrobat oder Gordon Co. kaufen, sondern ich kaufe mir PDF-Pen. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist cool, oder PDF-Pen Pro in dem Fall, wo bekomme ich PDF-Pen Pro her? Dann ist das unter. Wo gibt es? Smilesoftware.com/digital-upgrade. Da geht die Post ab. Wir sind zwar klein, aber oho. Und jetzt, wuhu, da ist es. Ja, Hervorragend. jetzt sagen wir es nochmal. Jetzt sag Smilesoftware.com/digital-upgrade. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht ihr dahin. Da bekommt ihr alle Produkte von Smile Software, also PDF-Pen, Textexpander, zum normalen Preis. Wir haben ja nichts zu verschenken. Genau, ihr könnt euch auf jeden Fall eine kostenlose Demo runterladen, mal ein bisschen damit spielen, das ausprobieren. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Smile Software für die Unterstützung von Digital Upgrade. Und wir würden sie nicht als Sponsor nehmen, wenn wir ihre Produkte nicht A schon benutzen würden und B nicht cool finden würden. Genau. Also PDF Pen Pro sehr zu empfehlen, wenn ihr ab und zu entweder PDFs bearbeiten wollt oder PDF-Pen, wenn ihr PDFs bearbeiten wollt oder PDF-Pen Pro, wenn ihr Formulare erstellen wollt. Großartig. So ist es, ja. Dann machen wir da weiter, wo wir vorher aufgehört haben, vor diesem Werbebreak. Genau, und du wolltest jetzt erzählen, dass es andere Plugins noch für Lightroom gibt. Ist das Ja, richtig? so ist es, genau. Es gibt noch ein letztes Plugin, das ist ein neues Plugin,
Da natürlich Lightroom nicht von Apple kommt, hat es keine Mobile-Me-Anbindung direkt, sondern die muss man sich erst hinzufügen. Ist das ein kostenloses Plugin? Nein, das kostet $20. $20 kostet das Plugin, na gut. Da das ist das Mobile-Me-Export-Plugin von alloyphoto.com. Wir gehen jetzt hier wieder in Einstellungen bearbeiten, sehen jetzt hier Mobile-Me, das Plugin. Ich muss hier einmal meine User-Daten eingeben und habe jetzt hier die Möglichkeit, gleich wieder Descriptions und genauso wie in allen anderen Plugins, die können wir erstmal so Infos lassen. Infos eingeben, genau, kann hier den Farbraum noch auswählen, die Bildgröße, macht im Zweifel, macht es Sinn, die Bildgröße zu ändern, weil es natürlich fürs Internet ist. Keine Ahnung. Das kann man sich natürlich entscheiden. Also ich kann auf MobileMe volle Größe hochladen oder ich sage halt, ich möchte, dass da jetzt maximal irgendwie 800 mal 600 zu sehen ist. Schön ist auch immer hier gleich, dass man hier die längeren Seiten auf eine Größe festlegen kann und sich dann der Gegenwert automatisch berechnet. Das kann übrigens jedes Export-Plugin in den Veröffentlichungsdiensten von Lightroom, also das könnt ihr alles einstellen, ihr könnt Wasserzeichen hinzufügen, das ist jetzt nichts Spezielles von der Mobile Me Gallery, aber da funktioniert es natürlich auch. Genau, so weit, so gut, das kann ich mir alles hier, man kann ja alles fertig machen und dann müsste ich nur noch das Plugin einmal durchführen. Log dich einmal ein, dass du es auch speichern kannst, passt schon, einfach Login drücken. Ah ja, das ist natürlich noch easy. Genau. Check jetzt mal, ob auch die Zugangsdaten richtig sind. Ja, genau, sind richtig. Alles wunderbar. Und jetzt können wir rechts unten noch auf Speichern drücken. Speichern, jetzt ist es bei meinem Kopf, genau. So, und da sind wir drin. Jetzt können wir natürlich wieder das Foto nehmen, das wir vorhin schon vorbereitet haben. Heute eins, jawohl. Wir schmeißen es rein, damit der Lerneffekt besonders groß ist. Haben wir es einmal reingeschmissen. Den habe ich nicht getroffen? Ich glaube schon. Ja. Klicken wir mal rein. Ja, da ist es doch. Genau, und dann müssen wir nur noch entweder hier unten oder hier oben auf Veröffentlichen drücken. Und zack, wird die Datei hochgeladen. So. Ja, jetzt kommt hier der Dialog, den ich noch ausfüllen kann. Hier habe ich die Möglichkeit, natürlich den Albumnamen. Das ist sehr schön, dass ich das nicht vorher mache. Weil im Zweifel habe ich es vergessen oder ich habe mich verschrieben. Schreibe ich jetzt hier rein Tracht. Und kann hier angeben, für wen das zu sehen ist, was natürlich sehr wichtig ist. Ich habe ja die Möglichkeit, meine MobileMe-Alben nur für bestimmte Personengruppen freizugeben, wie wir hier sehen. Zum Beispiel, das sind Alben. Oder? Nee, das sind Benutzer. Personengruppen, ja genau, Benutzergruppen. Mhm. Und genau, kann jetzt hier auch die ganzen bearbeiten. Ich lasse mal einfach, ich nehme mal hier, everyone, das kann jeder sehen. Genau, und dann bin ich im Endeffekt so gut fertig. Ich kann natürlich jetzt hier noch bestimmte andere Änderungen machen, was ja jetzt hier natürlich jetzt keinen Sinn macht. Und dann drücke ich auf Create und was passiert ist, er schließt den Upload ab. Beende den. Was an den Einstellungen ganz schön ist, weswegen wir jetzt hier auch den MobileMe-Upload nochmal explizit zeigen, im Vergleich zu Flickr und Co. Es ist fertig. Bei MobileMe kann ich zum Beispiel, hätte man jetzt gerade einstellen können, sagen, erlaube es doch anderen Leuten, die Fotos runterzuladen, zum Beispiel als ZIP oder als irgendwas, oder erlaube es anderen Leuten per E-Mail was hinzuzufügen. Also aktuelles Beispiel, man war auf einer Hochzeit und hat viele Fotos gemacht und jetzt möchte man die den ganzen anderen Gästen und dem royalen Prinzenpaar natürlich, ich spreche natürlich von der Prinzenhochzeit, ihr wisst ja, dass ich der offizielle Royal Photographer bin mit meiner Profikamera, dann möchte man die den anderen Gästen zur Verfügung stellen, dann kann man zum Beispiel die Funktion aktivieren, hochladen erlaubt herunterladen erlaubt als ZIP, das heißt, jeder kann sich dann die Fotos auch richtig in echter Auflösung runterladen. Ich kann aber auch sagen, pass mal auf, ihr könnt hier per E-Mail posten, wenn ihr also mit euren Knipsen auch noch Fotos gemacht habt oder mit dem iPhone Fotos gemacht habt, dann könnt ihr sie einfach an diese Adresse hinladen und dann kann jeder andere auch an die Fotos ran und ich kann es gleichzeitig noch Passwort schützen, dass also nur die Gäste, die auch die E-Mail bekommen, die Möglichkeit haben. Ja. So. Ja, genau. Jetzt hatten wir den Link, das sparen wir uns einfach. Wir wissen natürlich, dass es funktioniert. Was ich eins möchte ich noch sagen, und zwar, wenn man jetzt hier einen Veröffentlichungsdienst hinzufügt, zum Beispiel einen ganz normalen Veröffentlichungsdienst auf seinem Ordner, ausgewählte schließen, und ich den dann bearbeite, habe ich natürlich hier, wo bin ich denn? Ich habe mich gerade verwirrt. Normalerweise kann ich das doch hier bearbeiten, oder nicht? Geh doch mal in den Bearbeitungsmodus, in dem du vorhin warst. Ja, da muss ich hin. Das ist natürlich ein bisschen überraschend jetzt gewesen. Kann ich hier auch bereits die ganzen Einstellungen, die ich
sonst immer im Endeffekt bei Aperture jedes Mal neu einstellen möchte, könnte ich hier einmal festlegen und kann dann eben auch den Ordner, wo ich immer die exportierten Bilder drin haben, festlegen. Zum Beispiel, weil ich diese Fotos für mein iTunes, also beziehungsweise für mein iPhone haben möchte und diesen Ordner immer synchronisiere, direkt festlegen. Das heißt, ich schmeiße sie einfach da rein und schmeiße die Fotos, die ich dann im Web veröffentlichen möchte, die gleichen Fotos auch da rein und dann drücke ich einfach einmal auf Exportieren und der macht alles in einem Schritt. Also es ist nicht so, dass man sich da wirklich lange überlegen muss, was man zu tun hat, sondern man muss einfach nur die Dateien einmal reinwerfen. Das Schöne an der Sache ist, dass diese Veröffentlichungsdienste auch mitbekommen, dass sich da was geändert hat. Das heißt, ich ändere jetzt was an dem Bild und habe dann nachher, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Mobile Me geht, es kann sein, dass das hier nicht funktioniert, weil das ein bisschen crazy ist, aber ich habe nachher die Möglichkeit bei Flickr und Co. einfach zu sagen, da wurde was geändert, ja, erneut zu veröffentlichen. Hier doch, es funktioniert auch bei Mobile Me. Also er sagt, da hat sich was geändert, müsste man erneut veröffentlichen. Ich drücke jetzt also einfach veröffentlichen und er ersetzt jetzt, wie das vorher, da müsste ich jetzt halt das Album wieder eingeben, wie das vorher auch schon bei Aperture funktioniert, ersetzt er das Bild, das schon da ist und jetzt ist es, zack, wieder veröffentlicht und ich kann das jetzt wieder per E-Mail rausschicken oder so, und so weiter und so fort. Genau. Ja, hast du noch was? Ich glaube, ich habe sonst nichts mehr. Ja, nö. Wir können natürlich immer noch sagen, ja, es gibt natürlich so noch tolle Features, die wir auch bei Lightroom unterschlagen haben, aber bei Aperture unterschlagen haben. Es gibt natürlich hier auch eine Diashow, die auch von Haus aus bereits mit dabei ist. Es gibt, wie man hier sieht, es gibt so ein paar so ganz nette, das ist hier geratet, dass ich das größer sehe. Ja, da kannst du halt deine Texte, was ich hier haben möchte. Ich kann das natürlich hier alles bearbeiten, ich kann es danach auch als Video exportieren. Also es gibt hier das ein und daher genau Erkennungssignal. Man kann halt hier ein paar Sachen einstellen, mal ob man das möchte. Und also ich sag's jetzt mal vor. Ich meine, ihr wisst, ich bin da natürlich sicher nicht ganz unvorbelastet als Mitarbeiter einer Firma, die eine Slideshow-Software erstellt. Wenn ich mir allerdings, ich habe hier wahnsinnig viele tolle Optionen. Aber wenn ich mir das hier anschaue, diese Krankheit an User Interface, naja. Ich weiß jetzt nicht so recht, wie ich das diplomatisch sagen kann, aber ich persönlich würde es damit nicht machen wollen, aber es ist halt dabei, es ist ein Aperture auch dabei, das heißt, ihr braucht euch im Zweifelsfall hier keine eigene, keine extra Software dafür kaufen. Ich glaube, der einzige große Unterschied ist noch, Aperture hat natürlich noch das ein oder andere Theme mit dabei, was jetzt hier natürlich gänzlich fehlt. Das ist ein bisschen schade oder der Use Case ist im Zweifel nicht in Diashows zu suchen, sondern eher in der Bearbeitung und, Speicherung von Bildern. Wenn euch das jetzt gefällt, was ihr hier zum Thema Lightroom seht, also wie Lightroom funktioniert, ich kenne Gleiches leider nicht für Aperture. Es gibt vom guten Herrn Hetzel, von unserem Kollegen, und vom Chris Marquardt, der gleichzeitig auch den Happy Shooting Podcast macht, einen Workshop zum Thema Lightroom, ein Lightroom für Einsteiger und demnächst auch einen weiterführenden Workshop dazu, den findet ihr auf unserversity.com, könnt ihr einfach mal drauf oder .de oder .com, vielleicht auch beide, findet ihr auf jeden Fall. Der geht relativ in die Tiefe, zeigt, wie man Fotos richtig entwickelt, also da geht es ein bisschen weniger um so die technischen, die reine Technik, die wir jetzt heute gezeigt haben, sondern auch tatsächlich, was macht man denn als Fotograf damit? Ich persönlich kann den sehr empfehlen. Guckt euch den an, wenn euch das interessiert. Ist allerdings nicht kostenlos wie Digital Upgrade. Schade. Ja, zu guter Letzt wollen wir uns natürlich nochmal bei Smile Software bedanken dafür, dass sie uns mit tollen Softwareprodukten unterstützen. Und wenn ihr das ein oder andere Produkt haben möchtet und uns somit unterstützen wollt, dann geht doch bitte auf smilesoftware.com/digitalupgrade. Schaut euch da die Sachen an, ihr könnt die Demos runterladen und wenn euch was gefällt, dann wartet nicht zu lang, sondern schlagt einfach zu. Richtig. Ja. Ich würde sagen, wir sind damit durch und somit war das Digital Upgrade und ihr wurdet abgegradet. Olle, und wir haben einen Abspann. Darf ich hier mal hier auch diese klar pornöse Brille aufsetzen? Pornös. Solange es nicht porös ist.
Ich bin einfach nicht für so Schnauzerbärte gemacht, glaube Ich auch ich. nicht. Oder meinst du, das hast du gemeint, ich bin dafür gemacht? Naja, mei. So ein Oberlippenbart fühlt man sich zumindest nicht nackt, wenn man jetzt nichts anhat. Naja, das ist, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Es ist wahnsinnig heiß hier drin. Ich votiere für eine Klimaanlage. Gut, reden wir mit dem Olli drüber. Es steht, glaube ich, noch einer irgendwo rum. Ja, ich würde sagen, ich habe auch sonst nichts zu erzählen. Wir müssen jetzt auch gleich nochmal ein bisschen jemanden zum Bahnhof fahren. Ach Ja. ja, wir müssen jetzt zum Bahnhof fahren. Wir haben immer noch Besuch hier im Büro, im Studio. Den Andi, 8982 auf Twitter, den Gerrit Gomaschek oder Gemaschek auf Twitter und den Fabio, mein Account auf Twitter. Also nicht mein Account, wie in Sieben von Schlinge, sondern der gute Mann heißt mein Account. In einem Wort In einem, allerdings. also im Ad mein Account. Genau. Vielen Dank fürs Knöpfchen drücken und für uns Gesellschaft leisten. Wir nehmen jetzt schon was auf, was ihr nachher schon gesehen habt. Unsere Jubiläumssendung. Ach so, ja. Ja, jetzt wird es dann extrem spannend. Vielleicht erklärt das auch, wieso wir solche Oberlippenbärte tragen. Ja, also falls ihr euch das gewundert habt, dann einfach zwei Episoden zurückspulen oder so. Das war's. Auf Wiedersehen.